So, meine Lieben, schaut mal. Also, hier habe ich Buchstaben. Aber wie ihr seht, ich habe auch eine bunte Schrift. Ich kann mich an meine Schulzeit erinnern und vielleicht ihr euch auch noch. Aber ich habe es am liebsten gehabt, wenn meine Füllfedern verschiedene Farben kittern. Und für Kinder mit Lernschwierigkeiten oder ADHS, für die ist es ganz besonders wichtig, dass die Farben nehmen unterschiedliche Farben für verschiedene, zum Beispiel Fächer oder Dinge, die sie lernen möchten. Und ich habe das da umgesetzt. Warum nur schwarz und weiß? Ich liebe Farben und die Kinder lieben Farben und das habe ich da drin einfach beachtet. Mal ist die Schrift schwarz, mal ist sie grün, mal ist sie rot, mal ist sie gelb. Und das finde ich doch voll toll. Ein buntes Buch, nicht nur in Bilder, sondern auch in Schrift. Bis zum nächsten Mal, dann zeige ich euch ein neues Detail.